Hallo, grüß euch. Ich bin die Uli aus der Steiermark. Ich bin 48 Jahre alt, bin kaufmännisch Angestellte und versuche über diesen Weg einen Mann fürs Leben zu finden. Und wie lange sind Sie schon allein, Uli? Ich bin schon 9 Jahre lang alleine. Wieso denn so lang? Ja, ich glaube, ich bin noch nicht den richtigen begegnet. Ich war schon einmal verheiratet. Ich habe meine große Liebe geheiratet und das war. Ja, für mich war es eigentlich fürs ganze Leben, für ihn leider nicht. Und er wollte halt nach 14 Jahren seine Freiheit wieder. Und man kann niemanden zwingen, einen lieb zu haben. Wenn jemand gehen möchte, dann muss man ihn gehen lassen. Wie lang haben Sie gelitten drunter? Ja, das waren 2,5 Jahre, die ich wirklich sehr gelitten habe. Aber nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und wie sah dieses Hoch aus? Ja, da war ich dann sehr verliebt, habe auch einen Mann wieder kennengelernt. Aber leider nach der rosaroten Brille merkt man halt dann doch, dass man nicht viel Gemeinsamkeiten gehabt hat und dann ist doch jeder seinen Weg dann wieder Und gegangen. wie lang waren Sie mit ihm zusammen? Mit dem war ich 2 Jahre lang zusammen. Und dann? Ja, und dann habe ich immer wieder diese Männer getroffen, die noch nicht ihre alte Beziehung verarbeitet haben. Oder sie sind verheiratet, das ist auch nicht meines. Ich würde nicht mein Glück auf den Unglück eines anderen aufbauen, das möchte ich nicht. Also ich hätte gern lieber selbst einen Mann für mich. Ja, oder es sind Männer, die nicht das Gleiche wollen wie ich. Was wollen Sie und was wollen so manche Männer? Ich hätte halt gern eine harmonische Beziehung, wo man Gemeinsamkeiten teilen kann, so wie ich zum Beispiel gehe gern wandern, fahre gern mit meinem Mountainbike durch die Gegend, eben das Miteinander. Und was wollen die Männer meistens? Ja, viele Männer wollen auch oft nur ja, einen netten Abend und dann kennt man sich nicht wieder. Das möchte ich auch nicht. Das ist halt schwer heutzutage. Was für einen Mann suchen Sie? Ja, was hätte Was ich ist gern der für einen Mann? Richtige? Der Richtige wäre zum Beispiel, ja, was würde toll sein, wenn er ehrlich wäre, treu wäre, vielleicht romantisch, zärtlich, einen romantischen Touch noch hätte vielleicht. Und wenn er noch tanzen würde, das wäre dann perfekt für Und welche mich. Tänze sollte er tanzen können, damit es ganz Ja, perfekt also wird? ganz perfekt muss nicht sein, aber am Fox kann ja jeder tanzen und war halt dann schön, wenn man vielleicht, wenn man zusammen einen Tanzkurs gehen würde, das wäre auch recht lustig. Nur muss das halt auch jeder wollen. Wenn das einer nicht mag und sagt, mag, oh Gott, das will ich gar nicht, dann soll man es lassen. Also es ist kein Muss, aber es wäre schön. Aber ich möchte auch nicht 24 Stunden nebeneinander bicken. Ich sage, jeder braucht seine Freiheit. Es gibt Männerabende, es gibt Frauenabende. Das gehört dazu, aber man muss halt auch treu bleiben. Das gehört dazu und das Vertrauen haben zu demjenigen dann. Und haben Sie das Vertrauen gehabt zu Ihren Männern? Ja, aber leider bin ich darüber enttäuscht worden. Haben Da habe Sie ich zu viel Vertrauen gehabt. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Für einen Supermann suchen wir. Ich liebe charmante Männer. Also diese alte Schule, das stirbt leider heutzutage aus, aber es ist so schön, wenn der Mann vielleicht einmal in die Jacke hilft oder wenn man ausgeht, dass er vorgeht und dir die Türe aufmacht. Also das sollte schon sein. Ja, es muss nicht sein, aber es wäre sehr schön. Dann muss es auch sein, wenn es schön wäre. Ja, dann muss Da es sein. verzichten wir Okay. doch nicht drauf. Ja, wenn es dabei wäre, wäre es schön für mich. Also gute Manieren. Ja, gute Manieren, das ist schon wichtig. Finde ich schon. Also.
Und wollen Sie zusammenleben, oder? Ja, am Anfang muss man sich einmal kennenlernen, aber nachher möchte ich sicher gern wieder mit jemandem zusammenleben. Das auf jeden Fall. Kochen Sie gut? Ich koche gerne, aber was? Ich backe lieber. Also Backen ist eine Leidenschaft. Dann riecht die ganze Wohnung nach Keks und Zucker und ich liebe Schokolade. Welche Schokolade? Neusetz-Schokolade. Die ist nämlich so ein bisschen weich und die zerrinnt so schön auf der Zunge und das kann man so richtig genießen. Also ich genieße das. Ich bin ein richtiger Genießer, was das Essen anbelangt, auf jeden Fall. Würden Sie die Neusetz-Schokolade auch teilen? Ja, auf jeden Fall. Kaufe ich halt mehr. Also ich verwöhne gerne einen Mann. Also das ist eine Leidenschaft von mir. Jemanden zu verwöhnen und jemanden glücklich zu machen, dann bin ich auch glücklich.